Herzlich willkommen zur heutigen Websession mit einem Anwenderbericht. So verbessert Tempo Sealy mit Microsoft PPM sein Projektmanagement, präsentiert von Solvin. Das ist eine Unternehmensberatung für Projektmanagement und Digitalisierung und bereits seit vielen Jahren Partner des Projektmagazins. Mein Name ist Bernhard Reinisch, ich bin Key Account Manager beim Projektmagazin und für die PM-Welt. Als Referenten begrüße ich Jürgen Rosenstock und Marc Kleiniges. Jürgen Rosenstock beschäftigt sich schon seit 1990 mit Projektmanagement und MS Project. Hat 96 Solvin gegründet und agiert seither als geschäftsführender Gesellschafter dort. Er hat eine sehr langjährige Erfahrung mit der Einführung und Optimierung von toolgestützten PM-Systemen, vor allem auf Microsoft basierend. Marc Kleiniges verantwortet als Manager PMO das internationale Projektmanagement bei Tempo Sealy International. Ist ein großer amerikanischer Matratzenhersteller mit über 12.000 Mitarbeitern. Er hat eine sehr langjährige Praxiserfahrung als Leiter diverser Organisations- und Entwicklungsprojekte bei verschiedenen Unternehmen. Seine Expertise im Lean Management und PM kann er durch zahlreiche Zertifikate belegen, wie Six Sigma und andere. Heute zeigen uns Jürgen Rosenstock und Marc Kleiniges, wie es gelungen ist, die einfache Vorgabe, ein besseres Projektmanagement bei Tempo Sealy zu etablieren, umzusetzen. Die Ausgangslage war kompliziert, unterschiedliche Projektkulturen, eine neue Werkzeugplattform, die eingeführt werden sollte, zudem vielfältige Anforderungen wie ein übergreifendes Projektcontrolling. Am Praxisbeispiel zeigen Sie, wie typische Herausforderungen mit der Anwendung von Microsoft PPM, Project for the Web, Planner oder der Power Platform bewältigt wurden. Wir dürfen uns auf einen praxisnahen Vortrag mit einer Live-Demo im System freuen. Lieber Jürgen, lieber Marc Kleiniges, ich übergebe jetzt Kamera und Mikro an Sie beide. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Dann erstmal vielen Dank für die kleine Einführung. Und ja, Marc, klasse, dass wir heute das Webinar hier zusammen machen können. Ich werde jetzt heute mal einen kleineren Redeanteil haben, weil es geht wirklich um einen Praxisbericht. Das heißt, wie war die Ausgangslage? Wie wurde das System eingeführt? Es ist ja immer noch eine Einführung. Was sind so die ersten Erfahrungen? Von der Agenda her haben wir die Agenda in vier Teile aufgeteilt. Und bitte einmal auf die nächste Folie gehen. Wunderbar, auf vier Teile aufgeteilt. Das heißt, im Anfang ganz kurz möchten wir sprechen über die Situation, über die Herausforderungen, über Anforderungen, über die Vision und die Idee und ja, wie einfach die Ausgangslage im Projekt- und Portfolio-Management bei Tempo Sealy gewesen ist. Im Teil 2 sprechen wir über Lösungsansätze. Was haben wir gemacht gemeinsam? Wie wurde was wie realisiert? Was wurde bis heute realisiert? Was wird zukünftig noch realisiert? Welches Projektvorgehen wurde gewählt und warum hat man sich jetzt ausgerechnet für diese Plattform Microsoft PPM entschieden? Und ja, im Teil 3 geht es dann ein bisschen mehr um wirkliche Praxiserfahrung, um die Live-Demo und eine kleine Retrospektive jetzt auch auf den ersten Projektteil. Was hätte man möglicherweise besser machen können? Und was hat man aus den ersten Erfahrungen gelernt? Ein kleiner Ausblick nochmal auf Aufwand und Nutzen aktuell. Wie weit ist das Ganze ja, wirtschaftlich gewesen? Wie weit hat sich das Ganze gelohnt und wie ist der aktuelle Nutzen? Und am Ende, und da denken wir, dass wir so hoffentlich 10, 15 Minuten noch Zeit haben werden dafür, sind wir bereit für Ihre Fragen und auch für eine kleine Diskussion, wenn Sie möchten. Das heißt, sammeln Sie gerne Ihre Fragen. Wir beantworten die gerne im Nachgang. Ich glaube, es wurde schon gesagt, dass das Webinar aufgezeichnet wird. Und die Folien können wir im Nachgang natürlich auch gerne zur Verfügung stellen. Und ja, jetzt haben wir noch eine Folie, wo wir uns eigentlich vorstellen wollten. Aber die Vorstellung, die war, glaube ich, so umfangreich, dass wir das jetzt gar nicht groß ergänzen müssen. Zu meiner Rolle ganz kurz nochmal ergänzt. Ich verantworte bei Solvin den Vertrieb und vor allem das Produktmanagement. Ja, und freue mich heute mit unserem Kunden, mit der Tempo Sealy, vertreten durch Marc Kleiniges, hier dieses Webinar mitbegleiten zu dürfen. Marc, dann kommst gleich du. Genau, ja, dann sage ich auch nochmal guten Morgen und Hallo in die Runde. Entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung gerade am Anfang. Ja, ich bin Marc Kleiniges, bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren bei der Firma Tempo Sealy beschäftigt und habe die Verantwortung für das internationale Projektmanagement und das PMO übernommen. Und ja, wir sind gerade dabei, das ganze Thema bei uns aufzubauen. Und da freue ich mich, dass wir heute ein bisschen mehr Ihnen darüber erzählen können, wie so unsere Erfahrungen sind und auch wie die Zusammenarbeit da mit Solvin an der Stelle funktioniert. Genau. Ich gehe mal direkt kurz nochmal rein. Angeteasert haben wir es gerade schon ein bisschen, wer die Firma Tempo Sealy nicht kennt. Wir sind ein großes amerikanisches Unternehmen, beheimatet in Lexington, sind aufgeteilt in im Prinzip 2 Divisionen, Nordamerika und International. Und alles, was wir jetzt heute sehen, das bezieht sich auf unsere Division International. Wir sind
im Prinzip in dem Bereich Europa und APAC überwiegend tätig. Genau. Ja, ungefähr 12.000 Mitarbeiter weltweit und im letzten Jahr haben wir ungefähr 5 Milliarden Umsatz weltweit gemacht und taxieren im Moment mit einem Börsenwert von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar. Genau, ja, schauen wir vielleicht mal ein bisschen rein. Erstmal nochmal, was Solvin so macht. Jürgen, ich übergebe hier an der Stelle nochmal an dich das Wort. Ja, ganz gerne und ganz kurz. Wer Solven noch nicht kennt, Solven ist ein Beratungsunternehmen. Fokusthema ist Projekte und Portfolio Management. Und was ganz entscheidend ist, wir machen die Ergebnisse unserer Beratung anwendbar. Das heißt, wir beraten nicht nur im Projekt- und Portfolio Management, sondern wir setzen auf Microsoft Standardprodukte. In dem Falle zum Beispiel auf die Power Plattform, aber ganz stark auf Microsoft PPM. Und ja, wir begleiten so gesehen die ja, Digitalisierung von Projekt- und Portfolio-Management bei unseren Kunden über unsere Consulting-Kollegen. Wir haben bei uns Entwickler-Kollegen, wir haben bei uns einen Bereich Data Analytics oder BI und wir betreuen auch das, was wir beim Kunden eingeführt haben, mit einem Geschäftsbereich Customer Service. Ja, und halt 100% Microsoft-Fokus, aber ich denke, da werden wir später noch mehr darüber sagen. Das soll es erstmal zu Solven sein, ansonsten weitere Informationen unter www.solven.com. Super, ja, dann fangen wir vielleicht einmal an, dass wir ein bisschen reinschauen, wie war denn bei uns jetzt bei Tempo Sealy die Ausgangssituation? Und ich habe hier mal diese schöne Eisbergfolie, die sehr schön, wie ich finde, zeigt, dass viele Probleme oder Herausforderungen, die in Unternehmen auftauchen, die oberflächlich sind, eigentlich ja, weitergehende Themen verdecken. Und bei uns war auch die Ausgangssituation, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, wir sind gewachsen, wir werden immer komplexer. Unsere Projekte dauern zu lange, wir überlasten unsere Ressourcen, weil wir vielleicht auch viele Projekte gleichzeitig machen oder zu viele Projekte gleichzeitig. Man kennt gar nicht die tatsächlichen Projektkosten. Und ja, wie man hier sieht, ich will jetzt nicht jeden Punkt einzeln ansprechen, zieht das noch weiter tiefgehendere Themen dann natürlich nach sich. Und das war dann die Ausgangssituation, dass man gesagt hat, okay, hier müssen wir jetzt aktiv werden. Wir brauchen hier eine Weiterentwicklung, wie wir mit Projekten umgehen, wie wir Projekte handhaben. Und das war für uns im Prinzip der Startschuss für dieses ganze Thema. Um hier dann uns einen besseren Überblick zu verschaffen, im Jahr 2022 haben wir dann eine Umfrage gemacht und hier sieht man schon mal so ein bisschen den Fokus. Ich hatte gesagt, Division International. Wir sind also insgesamt in 17 Ländern, beziehungsweise 18, Neuseeland gehört eigentlich auch noch mit dazu, 18 Ländern aktiv, wo wir also auch jetzt das, was ich Ihnen heute zeige, nach und nach ausrollen. Also schon wirklich internationaler Fokus und natürlich dadurch auch eine große Herausforderung, weil natürlich unterschiedliche Kulturen und Arbeitsweisen hier aufeinandertreffen und wir die alle versuchen, bestmöglich mit unserer Lösung in Zukunft abzuholen und auch zu bedienen und zu unterstützen. Genau. Hier sind jetzt zwei, drei Folien aus dieser Umfrage, die haben wir auf Englisch gelassen. Vielleicht nur gar nicht zu sehr ins Detail. Sie können sich das gerne später in Ruhe anschauen. Wir haben hier mal das Maturity-Level unserer aktuellen Situation, unseren Zielwert nach dem Gartner-Modell hier analysiert. Man sieht in Orange die Situation, wo wir uns im Moment befinden, wobei das natürlich auch nicht alles so ja, einheitlich ist. Je nach Standort haben wir auch unterschiedliche Reifegrade in unserem ganzen Prozessmanagement und Projektmanagement, wie wir damit umgehen. Und wir haben gesagt, als erstes erstmal so Level 3 hier unsere Zielgröße, wo wir hinwollen in dem ersten Schritt und danach kommt dann quasi die Kür. Aber wir wollen erstmal eine Basis, ein gutes Fundament setzen für unser Projektmanagement. Genau, wir haben dann auch die Kollegen gefragt und das ist ein Bild, vielleicht kommt Ihnen das aus Ihren Unternehmen auch bekannt vor. Welche Tools nutzen Sie denn heute überhaupt fürs Projektmanagement? Und ja, man sieht hier einen ganz großen Anteil, hat Excel hier und teilweise auch andere selbstgebaute Lösungen, wo die Leute also bei uns im Unternehmen unterschiedlich unterwegs sind. Aber Excel, der größte Anteil hier, wo man dann selbstgebaute Gantt-Charts und Excel-Tabellen gefunden hat und irgendwelche Statusberichte, die sich die Leute mit Excel gebaut haben an der Stelle. Und man sieht hier so Tools wie MS Project zum Beispiel, haben da eher einen kleineren Anteil. Marc, ich Und glaube, wir müssen einmal ganz kurz die Folie nochmal vor und zurück wechseln, weil die Folie wird nur halb angezeigt. Also man sieht oh, nur die okay, Folie 8 ja, und die dann. Folie 9. Jetzt ist sie ganz da. Ja, jetzt war sie ganz da. Jetzt ist sie wieder ganz da. Perfekt. Jetzt, okay, jetzt ist die ganze. Okay, dann vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Genau, wir haben also gefragt, welche Tools werden denn überhaupt genutzt, weil wir natürlich uns auch Gedanken gemacht haben,
Wie können wir aus technischer Sicht dann mit einem geeigneten Projektmanagementsystem dann auch das Ganze unterstützen? Und ja, man sieht hier Excel mit 90% ja, das Tool der Wahl, weil es viele wahrscheinlich auch einfach kennen und haben. Und man kann natürlich mit Excel auch viel anstellen, aber das hat natürlich auch sehr starke Grenzen, wenn man dann über Projektmanagement spricht. Genau, so, ich hoffe, die Folie ist jetzt direkt ganz da. Ja, ist sie. Sehr schön, okay. Ja, wir haben dann auch hier, ich möchte auch hier wieder nicht zu sehr ins Detail gehen, wir haben auch hier noch verschiedene Themen abgefragt und zusammenfassend lässt sich sagen, die Mitarbeiter haben im Prinzip nochmal bestätigt, was wir schon initial so als Gefühl oder als Feeling aus dem Unternehmen hatten. Also häufig sind Ressourcen überlastet, weil wir zu viele Projekte gleichzeitig machen. Es gibt keine standardisierten Prozesse und Methoden im Projektmanagement. Das heißt, in jedem Land, an jedem Standort wird das ja unterschiedlich gehandhabt. Und da sind also definitiv unsere Punkte. Es ist keine einheitliche Projektmanagement-Software, unsere Punkte dann, wo wir gesagt haben, okay, da können und müssen wir angreifen und haben natürlich auch viel Input gehabt von den Kollegen, was so der Bedarf ist. Darüber hinaus, und da kommen wir jetzt schon so ein bisschen in Schwung in Richtung der technischen Umsetzung später, haben wir die Kollegen auch gefragt, was wünscht ihr euch denn von einem PPM-Tool? Und wir sehen jetzt hier oben einmal die Anforderung der Benutzer. Ganz oben stand, es soll natürlich einfach zu benutzen sein, dass man sich schnell da einfindet und das schnell lernen kann. Aber auch so Standardfunktionalitäten wie Projektplanung, Aufgabenmanagement, Ressourcenmanagement und ich sage mal so Themen wie natürlich Portfolio-Management oder Dokumentenmanagement sind dann schon ja, ein bisschen spezifischere Sachen. Und ja, auch so Themen wie Reporting und Statusübersichten wurden da gewünscht. Neben den Anforderungen unserer Benutzer haben wir natürlich dann auch aus ja, strategischer Sicht noch Anforderungen definiert. Das heißt, da geht es dann so mehr um die Integration in unsere bestehende IT-Landschaft. Mir war wichtig am Anfang, dass das System auch flexibel ist und zukunftsorientiert ist, also für zukünftige Erweiterungen und Änderungen. Lizenzthemen kommen natürlich auch immer schnell auf, weil bei uns natürlich auch eine Frage, wie kann man das lizenztechnisch und kostentechnisch sinnvoll abbilden. Ja, und dieses Thema einfach zu bedienen, moderne Oberfläche finde ich auch ganz wichtig, weil wenn man dann so ein, ich sag mal, so ein Moloch hat, wo die Leute erstmal wochenlang oder monatelang brauchen, bis sie das System bedienen können, das ist, denke ich, nicht mehr zeitgemäß. Genau, eine durchdachte Grundstruktur und ja, moderne, offen für neue Technologien, moderne Technologien, das waren so unsere strategischen Themen an der Stelle. Genau, auf dieser Basis haben wir dann erstmal gesagt, okay, wir müssen uns erstmal überlegen, wo wollen wir denn jetzt hin? Und ich denke, das ist immer ein guter Ausgangspunkt. Wir haben also angefangen, ganz klassisch erstmal uns Gedanken zu machen über unsere Vision und unsere Ziele, haben ein Projektmanagement-Handbuch erstellt und ja, hier sehen Sie das einmal beispielhaft unsere Vision Successful Collaborative Project Management, Anytime, Anywhere, was auch so diesen internationalen Ansatz abbildet und wir haben auch relativ schnell beschlossen, wir wollen unserem Projektmanagement ein Branding geben. Deswegen wurde das dann nach einiger Überlegung Project Link genannt, wo wir gesagt haben, das bietet für uns den Vorteil, dass jeder weiß, worüber man spricht, wenn man jetzt Project Link dann benennt, weil Projekte natürlich im Alltag, im Sprachgebrauch immer sehr verbreitet sind. Projekte hier, Projekte da, aber das Verständnis, was ein Projekt ist, ist dann doch oft unterschiedlich. Genau, ja, haben dann verschiedene Ziele definiert. Ich denke, das können Sie auch nochmal in Ruhe nachlesen im Nachgang. Das war für uns ja so der Ausgangspunkt, erstmal zu sagen, wo wollen wir denn überhaupt hin mit dem ganzen Thema? Gut, und an der Stelle übergebe ich dann das Wort erstmal nochmal wieder an Jürgen und wir lernen ein bisschen mehr über Lösungsansätze, Realisierung und Systemvorstellung aus der Solvin-Sicht. Ja, genau. Also erstmal danke für die Vorstellung von den Punkten eben. Das war die Ausgangslage, mit der wir auch ins Gespräch gekommen sind und wo wir mit Temposilie diskutiert haben, wie weit möglicherweise Microsoft PPM der richtige Ansatz sein kann. Es gibt ja eine Vielzahl von verschiedenen Werkzeugen. Wir haben bei Solvin eine ja, relativ ja, spezielle, innovative Lösung entwickelt, die ich gleich mal kurz ein bisschen positionieren möchte. Das heißt, von der Vision und Idee, und so kamen wir mit Temposilie auch ins Gespräch, haben wir gesagt, wir stellen von Solvin eine integrative und offene Lösung auf Basis von Microsoft Standard Software bereit. Und bei der Größe, bei der Komplexität der Projektorganisation von Temposilie
kann das Thema Integration sinnvoll sein. Das Thema offene Lösung auf Basis von Microsoft Standard Software ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir positionieren uns mit dem Lösungsansatz bei Tempo Sealy mit der Argumentation, dass wir eine hohe Flexibilität in einer dynamischen Zeit bereitstellen, dass unsere Lösung unbegrenzt erweiterbar ist und dass es kein klassisches Solvent-Produkt ist, wo wir uns bei Tempo Sealy positionieren, sondern wir haben im Endeffekt ein Template entwickelt für PPM, für die PPM-Anforderungen von Tempo Sealy, mit dem Tempo Sealy im Endeffekt nach dem Projekt auch ohne uns weitermachen könnte, weil wir einfach 100% auf diese offenen Microsoft-Standards setzen. Stichworte Power-Plattform, Low-Code, da kommen wir gleich drauf. 100% Microsoft 365-kompatibel, passt einfach in die Zeit. Das Ganze natürlich Datenbank-Cloud-basiert, ist es selbstverständlich. Und ein weiterer Anspruch von Tempo Sealy war das Thema Transparenz und das Thema Reporting, alle Daten auf Knopfdruck. Das heißt zusammengefasst, eine offene Lösung für eine sehr dynamische, sehr vielfältige Organisation, so dicht wie möglich am Standard, so einfach wie möglich erweiterbar und keine große Abhängigkeit jetzt von einem Unternehmen, einem zusätzlichen Unternehmen zu Microsoft ergänzen, noch jetzt eine Abhängigkeit zu Säuren aufbauen. Nee, wir beraten einfach und dann schauen wir mal, wie weit das Beratungsprojekt so gedeiht. Also das ist einfach mal so die Vision und die Idee. Und als nächstes würde ich ganz gerne ein paar Worte zur Power-Plattform verlieren, wer die Power-Plattform noch nicht kennt. Die Lösung, die wir für Tempo Sealy einführen und teilweise schon eingeführt haben, basiert auf der sogenannten Power-Plattform. Und die Power-Plattform ist ein wunderbares Angebot von Microsoft, auf Basis von Low-Code mit verschiedenen Apps eine sehr komplexe Lösung aufzubauen. Das kann interessant sein für einen kleinen Mittelständler, das kann sein für eine große Organisation bei öffentlichen Auftraggebern, wo wir unterwegs sein, kann aber auch interessant sein, hier Lösungen zu entwickeln für einen Konzern so wie Tempo Sealy. Also man kann mit dieser Power-Plattform sehr komplexe Lösungen aufbauen. Diese Power-Plattform besteht aus vielen Komponenten. Wir haben mal die drei wichtigsten aufgezählt: Power Apps, Power Automate und Power BI. Power Apps ist die Basis, um überhaupt eine Applikation zu bauen, eine PPM-Applikation zu bauen. Power Automate ist für das Thema Prozessabbildung, für das Thema Workflows, aber auch für das Thema Schnittstellen verantwortlich. Und Power BI ganz stark, denke auch vielfältig bekannt, Power BI für das Berichtswesen, für das ganze Thema Data Analytics. Also aus diesen drei Komponenten besteht die Power-Plattform. Und die Power-Plattform, die hat einen Unterbau. Und dieser Unterbau, das ist Dataverse. Dataverse ist im Prinzip so eine Art Datenschicht von Microsoft für alle Business-Applikationen, so auch zum Beispiel für Dynamics. Das heißt, wir haben im Hintergrund ein komplexes Dataset von verschiedenen Tabellen, einen Basissatz von Standardtabellen, die wir sehr einfach erweitern können. Wir haben eine hohe, ja, Anwendbarkeit, Usability für das Erstellen und Verknüpfen von diesen Tabellen, sodass wir eine sehr umfangreiche Architektur aufbauen können als Unterbau von der eigentlichen Applikation. Und die Besonderheit von der Power-Plattform ist, das Ganze basiert auf Low-Code. Und einmal kurz bitte ein Klick. Genau, da kommt schon. Das Ganze ist eine Low-Code-Plattform. Und Low-Code-Plattform heißt an der Stelle, das, was wir mit Tempo Sealy entwickeln, ist nicht etwas, was bei uns nur Programmierer aufbauen, sondern das ist eine Low-Code-Plattform, die von IT-affinen Beratern, aber auch von der Tempo Sealy selbst auch weiterentwickelt werden könnte. Das heißt, es ist nicht obfuskiert, es ist nicht verschlüsselt, es ist kein komplexer Code, sondern wir nehmen die Bausteine von Microsoft, wir nehmen Low-Code und bauen daraufhin eine Lösung in diesem Falle für Tempo Sealy. Haben hier aber als Solven, und das zeigen wir gleich auch in der nächsten Folie, ein Template entwickelt für Projekt- und Portfolio-Management. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, mit der Power-Plattform Geschäftsanwendungen zu digitalisieren durch IT-affine Business-Consultants. Wenn es eine geschäftskritische Applikation ist, nehmen wir natürlich schon ganz gerne auch mal einen Entwickler dazu, einfach um hier die ja, Architektur entsprechend geschickt aufzubauen. Aber es ist ein sehr, sehr offener Ansatz. Und dass wir darauf ausgemacht haben. Das ist vielleicht ganz interessant nochmal. Das ist diese Lösung und das ist der Arbeitstitel hier an der Stelle, das sogenannte PPM Integration Center. Das ist ein offenes Template, wie angesprochen. Das heißt, wir haben hier eine Kernkomponente. Das ist die sogenannte PPM-Plattform, hier in dem Falle auch für Tempo Sealy. Und auf dieser Z abgebildet, beginnend vom Ideen- und Anforderungsmanagement, weiter bis zum Abbildung eines übergreifenden Vorgehensmodells, weiter bis zum
Portfolio- und Programmmanagements für die Bereitstellung von Projektvorlagen. Ressourcenmanagement kann hier zentral abgebildet werden. Das Risikomanagement und viele weitere Funktionen. Das sind alles übergreifende strategische Funktionen für ein Portfoliomanagement bei Tempo Sealy in diesem Falle. Die operative Planung, die wird wiederum abgebildet mit jeweiligen, ja, den besten passenden Werkzeugen. Das heißt, wir haben hier keinen Monolithen geschaffen, sondern wir haben diese zentrale PPM-Plattform. Und für die verschiedenen Projektarten können verschiedene Werkzeuge integriert werden. Da kann ein Jira integriert werden, ein Planner, ein Project for the Web, Azure Boards und auch andere. Bei Tempo Sealy haben wir gesetzt auf Planner und Project for the Web, was ganz interessant wird. Project for the Web entwickelt sich weiter in den nächsten Wochen und Monaten. Aber hier sagen wir ganz einfach, es gibt nicht ein Projektmanagement-Werkzeug für alles, sondern es gibt hier verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Projektarten Projektmanagement abzubilden. Und auf der rechten Seite nochmal das Thema Systemintegration, auch ein wichtiges Thema für unsere Kunden und auch für Tempo Sealy. Bei Tempo Sealy in dem Falle Systemintegration mit Dynamics 365. Es könnte auch SAP sein. Das Thema Office 365 Teams-Integration ist eine wichtige Thematik und weitere Unternehmenskomponenten. Und über allem steht natürlich das Reporting. Also offenes Template, Power-Plattform, integrativer Ansatz, offener Low-Code. Und unten haben wir noch etwas aufgebaut, was wir auch sehr intensiv mit der Tempo Sealy diskutiert haben. Das mögliche Vorgehen, so etwas einzuführen, kann sein, dass man erstmal beginnt, hier eine Basis aufzubauen für das Portfolio-Management und dann über die Integration eine schrittweise Erweiterung betreibt. Das heißt, oftmals führen wir dieses System bei unserem Kunden, dieses Template, iterativ und agil ein. Es ist ja, wenn man jetzt mal ganz realistisch ist, und ich glaube, Marc, da habt ihr auch spannende Erfahrungen gemacht, da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Es ist ja eigentlich nur ein Tool. Die größte Herausforderung sind die Anwender, die das Ganze akzeptieren müssen. Wie kann ich so eine sehr bunte, vielfältige Organisationen abholen an verschiedensten Standorten, mit verschiedensten Kulturen, die ja alle irgendwie auch Projektmanagement machen und irgendwo auch Portfolio-Management machen. Wie kriege ich die auf so eine Plattform rauf? Und ja, das war der Punkt, wo wir uns mit diesem Integration Center hier an der Stelle positioniert haben. Und das Bild, gehen wir mal vielleicht ganz kurz auch mal auf die nächste Folie, bitte. Das Bild, was wir hier am Anfang so in diese Diskussion mal mit aufgenommen haben. Das ist die Startseite von diesem PPM Integration Center, von diesem Template. Die Aussage von uns ist, das ist die emotionale Heimat für alle Projektbeteiligten einer Organisation. Das kann von der Oberfläche natürlich total bunt angepasst werden. Das heißt, hier werden Kernfunktionen zur Verfügung gestellt, hier wird Know-how zur Verfügung gestellt, hier können KPIs zur Verfügung gestellt werden, hier können Standards kommuniziert werden. Das Ganze ist browserbasiert, kann aber genauso gut auch über Teams integriert werden. Das heißt, das war so ein bisschen unser Startseiten-Scribble, um da einzusteigen. Alle Projekte an einem Ort, alle Ideen an einem Ort und diverse weitere Kompetenzen für die Projektzusammenarbeit einer Projektorganisation hier gebündelt zusammengefasst. Ja, und dahinter, da verbirgt sich ganz viel und das werden wir uns, glaube ich, auch gleich dann mal live anschauen. Und ja, von dieser kurzen Vorstellung von dem PPM Integration Center, von diesem offenen Template, mal gehen wir, glaube ich, gleich mal weiter in das Vorgehen. Das heißt, wie haben wir dann eigentlich weitergemacht? Genau, du hast es schon angesprochen. Es ist natürlich eine große Herausforderung, auch was den Change angeht. Denn das Tool ist natürlich das eine. Und in dem Fall finde ich tatsächlich, dass das Tool ist eigentlich der einfache Part daran. Aber der kulturelle Change ist die Herausforderung. Und wie man hier sieht, haben wir in 2022 angefangen. Und die dunkelgrauen Pfeile, die wir hier sehen, zeigen sehr schön, dass wir, so wie Solvin das vorgeschlagen hat, ein iteratives Vorgehen hier gewählt haben. Das heißt, wir haben verschiedene Waves definiert, wo wir verschiedene Schwerpunkte aus technischer Sicht hatten. Und der Ausgangspunkt war für uns, war erstmal überhaupt ein funktionierendes Basissystem aufzustellen, womit wir eine Pilotphase gemacht haben. Und parallel dann zu der Weiterentwicklung unseres Systems haben wir schon angefangen, das in den ersten Ländern auszurollen, dass wir wirklich auch Feedback von den Benutzern kriegen, die schnell von Anfang an einbinden können. Und während dann die ersten Grundfunktionen zur Verfügung standen und angefangen wurden zu nutzen, haben wir dann parallel angefangen, dann auch das System in verschiedenen Ländern bereitzustellen. Das Ganze ging einher mit der Einbindung von unserem EPDM. Das steht für Enterprise Project Document Management, also eine Dokumentenmanagement-Lösung, die wir hier mit eingebunden haben. Das sehen wir gleich auch in der Demo nochmal.
und natürlich mit dem Thema Prozessentwicklung und Tools. Also wir haben uns jetzt nicht nur auf das Tool gestürzt, sondern wir haben uns ganz viel konzeptionell Gedanken gemacht, wie sehen denn unsere Prozesse in Zukunft aus, wie wollen wir arbeiten, mit welchen Tools. Und ja, hier vielleicht ein kleiner Werbeblock an der Stelle von meiner Seite. Wir sind auch, haben auch angefangen, ein PMO, ein internationales zu implementieren. Da suchen wir auch aktuell noch Verstärkung. Also wenn jemand eine spannende Aufgabe im internationalen PMO-Umfeld sucht, darf gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Genau, ja, und das Ganze natürlich begleitet durch intensives Change Management an der Stelle von Anfang bis Ende. Und wie man sieht, wir haben auch noch einen langen Weg vor uns. Aktuell die Planung sieht vor, dass wir bis Ende 25 hier an dem Thema noch weiterarbeiten werden. Gut, ja, vielleicht zum Thema Prozess einmal ganz kurz, will ich jetzt auch nicht überstrapazieren. Wir haben im Prinzip einen Best-Practice-Standard-Prozess von Solvin adaptiert hier an der Stelle. Das heißt, dieses Prozessmodell ist sehr, sehr nah an dem, was Solvin auch aus ihren Erfahrungen her anbietet und auch ja, in ihrem System, in dem Integration Center auch dann entsprechend in eine Lösung umgesetzt hat. Und da haben wir uns auch orientiert und haben das auf unsere Situation ein bisschen adaptiert. Und so als kleines Gimmick, weil wir ja international aktiv sind, wir haben das Ganze hier auch nochmal einmal in der japanischen Variante, haben das den Kollegen dann einmal übersetzt. Also wirklich weltweit dann in Zukunft im Einsatz bei uns, dieses Prozessmodell. Und das bildet sich im Prinzip dann hinterher bei uns auch in dem PPM Integration Center oder in unserer IT-Umgebung entsprechend dann ab, dieser Prozess für unser Projektlebenszyklus, wie wir ihn nennen. Genau, ja. Warum haben wir uns am Ende für Solvin und für die Power-Plattform entschieden? Wir haben ja eben die Anforderungen gesehen. Also für uns waren das tatsächlich viele Aspekte, die Solvin abgedeckt hat, die wir auch als Anforderungen hatten. Dieses Thema Offenheit und vor allem auch Systemintegration war uns sehr wichtig. Wir nutzen an vielen Stellen Microsoft-Tools, Thema Microsoft 365, Thema Microsoft Dynamics. Also wir haben schon viele Microsoft-Tools im Einsatz. Und da sind natürlich schnell auch Synergieeffekte gewesen, einmal was die Integration angeht, aber auch was natürlich Lizenzthemen und Kosten angeht. Das war auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und ja, dieser Punkt, dass wir natürlich hinterher auch eine offene Lösung haben, mit der wir auch selber weiterarbeiten können, war auch ein großer Pluspunkt für uns, weil ich auch mal gesagt habe, wir wollen vielleicht nicht immer sofort zum Hörer greifen müssen und Solvin anrufen, wenn wir in ein Problem laufen oder wenn wir vielleicht auch selber Ideen haben, die wir umsetzen wollen, war uns auch wichtig, dass wir uns da nicht zu abhängig machen am Ende des Tages von einem Anbieter. Und deswegen war uns das auch sehr wichtig, dass wir da eine zukunftsfähige, aber auch offene Lösung hier haben. Und ja, mit Microsoft, wie gesagt, da wir da sowieso schon Kunde sind bei Microsoft, hat sich das auch angeboten, weil auch viele Kollegen sich natürlich in dem Microsoft-Umfeld dadurch auch schon gut auskennen und auch aus dem Gesichtspunkt die Hürde, in ein neues Tool einzusteigen, nicht so hoch ist, wenn man schon diese Umgebung von Microsoft und die Tools von Microsoft schon kennt an der Stelle. Genau. Ja, neue Erfahrungen, Arbeiten, Erfahrungen, Aufwand und Nutzen. Schauen wir da nochmal ein bisschen drauf. Wie war jetzt bisher so unsere Erfahrung mit dem ganzen Thema? Unsere ersten Praxiserfahrungen, man muss an der Stelle im Hinterkopf behalten, wir sind natürlich noch mitten in dem Change. Das heißt, das ist ein ongoing Projekt. Das heißt, wir haben jetzt zwar schon in einigen Ländern gestartet, aber wir sind noch nicht überall aktiv, wo wir es planen mit unserem neuen System. Aber wir haben schon selber festgestellt, die Power-Plattform ist unheimlich flexibel. Ich habe mich da selber auch tief eingearbeitet, weil ich gesagt habe, ich will dieses System verstehen, wenn ich das auch meinen Kollegen schulen muss und wenn die Probleme haben. Und da sind wir auch relativ schnell dahin gekommen, dieser Low-Code-Ansatz. Ich habe auch schon Teile des Systems dann tatsächlich auch selber bauen können, in Absprache mit meinen Projektkollegen von Solvin, wo wir dann auch Arbeitsteilung machen konnten und ich teilweise auch Sachen, die wir gleich sehen, konnten wir dann auch selber hands-on schon im Unternehmen tatsächlich ja, implementieren. Genau, wir haben aufgesetzt auf dem Integration Center, dann mit unseren eigenen Lösungen und tatsächlich die Integration mit Teams, mit Power Automate, mit Power BI, das funktioniert wirklich gut. Da sind wir sehr zufrieden damit und wir haben auch bisher schon positives Feedback von den Mitarbeitern bekommen, dass es wirklich schnell zu lernen ist, intuitiv ist das ganze System, leistungsstark. Also wir haben da auch keine Performance-Probleme in der Cloud, das ist auch ein sehr schönes Thema. Und natürlich die Lizenzstruktur von Microsoft. Ja,
Das ist noch so ein bisschen immer eine Herausforderung. Jürgen, du schmunzelst auch schon. Microsoft ist ja nicht immer einfach, was ihre Lizenzstrukturen angeht. Da muss man sich immer ein bisschen durch den Dschungel durchkämpfen. Aber ja, da muss man am Ende des Tages auch mit leben irgendwo, ne? Es ist auf jeden Fall ein großes Thema und es gibt verschiedene Ansätze hier mit den Microsoft-Lizenzen umzubauen. Also wir haben das Integration Center auch basierend auf verschiedenen Lizenzansätzen entwickelt. Ich kann auf Project for the Web zum Beispiel aufbauen. Project for the Web enthält gewisse Power-Plattform-Lizenzmöglichkeiten. Man kann es aber auch reinrassig auf der Power-Plattform aufbauen. Dann hätte ich deutlich mehr Entitäten zur Auswahl. Das ist eine spannende Sache. Ich glaube, da haben wir ganz gut diskutiert. Aber hilfreich ist ja bei euch, dass ihr bei Tempo Sealy auch schon die Power-Plattform grundsätzlich irgendwo im Einsatz hat und die Power-Plattform eben nicht nur für PPM da ist, sondern für ja, eine komplette Lizenzierung von, pardon, Abbildung von oder Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Genau, richtig. Also von daher da auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, macht Sinn für uns, weil wir es auch in anderen Punkten im Einsatz haben und auch aus strategischer Richtung wissen, dass wir das weiter verfolgen und vertiefen wollen, das Thema Power Platform. Genau, ja, super. Dann an der Stelle würde ich sagen, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen reviewen, wie sind jetzt unser Nutzen gewesen und was haben wir bisher schon erreicht? Schauen wir vielleicht mal in unsere Live-Demo rein und ich nehme sie jetzt mal mit, direkt hier in unser Testsystem an der Stelle. Wir arbeiten also mit einem Entwicklungs-, mit einem Test- und mit einem Produktivsystem. Und ja, was wir hier sehen, ist die Oberfläche, auf der die Mitarbeiter, wenn sie die App öffnen, erstmal landen. Wir sehen dann hier erstmal auf der Startseite schon mal unterschiedliche Kacheln, über die wir direkt einen Schnellstart quasi haben in verschiedene Funktionalitäten. Grundsätzlich sehen wir die Navigation aber auf der linken Seite hier, wo dann im Prinzip auch alle Punkte, die wichtig sind, erreichbar sind. Wir haben also drei Bereiche, erstmal, in die wir das aufgeteilt haben. Der erste Part hier ist unser Ideenmanagement. Und damit Sie mal eine Idee bekommen, was mit der Power-Plattform so möglich ist, gehe ich hier mal rein. Wir haben also, das ist etwas, was wir im Unternehmen jetzt tatsächlich dann schon selbst entwickelt oder gebaut haben, sage ich mal. Der Einstieg für jedes Projekt ist hier erstmal unser Project Idea Form. Das heißt, die Mitarbeiter können hier erstmal Projektideen einreichen, wo sie erstmal ein paar Infos hinterlegen müssen, können dann hier beschreiben, was sie brauchen. Das kann man hier auch sehr schön steuern mit Pflichtfeldern. Und man kann das hier auch sehr schön dann mit so Beschreibungen noch hinterlegen. Das ist in dem Fall dann eine Canvas-App, wie sich das in der Power-Plattform dann nennt. Und ja, hier gibt es dann noch bei uns das Thema, was ist überhaupt ein Projekt? Viel diskutierte Frage. Und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen den Kollegen helfen, zum Beispiel hier überhaupt erstmal zu evaluieren, spreche ich jetzt hier eigentlich von einem Projekt oder ist es doch eher eine Daily Business-Aufgabe? Und dann haben wir hier dafür so Fragen als Hilfestellung integriert, um sich selbst im Prinzip hier dann abzuprüfen, spreche ich jetzt gerade von einem potenziellen Projekt oder nicht. Genau, man kann hier noch Anhänge anhängen und wir haben dann hier noch so einen Bereich, wo wir Informationen fürs PMO haben, wo wir dann hinterher im Prinzip den Status verfolgen dieser Ideen. Also wurden die quasi angenommen oder weil sie vielleicht die Projektkriterien nicht erfüllen, wurden sie abgelehnt. Das ist also quasi hier der Einstieg in unsere Projektwelt für neue Projektideen. Ich gehe mal zurück auf unsere Startseite, also das im Hintergrund Canvas-App, die wir hier mit eingebunden haben. Und dann sehen wir hier im nächsten Schritt eigentlich genau den Kern, was auch das Integration Center mitliefert, was Jürgen gerade schon angesprochen hat. Eine Idee wird im Prinzip im nächsten Schritt zu einem Projekt Request. Und da gibt es dann hier die Möglichkeit, auf diesen Datentabellen unterschiedlichste Ansichten zu bauen. Man kann also hier Ansichten vordefinieren oder persönliche Ansichten bauen und die vorfiltern, je nachdem, was man braucht. Das ist also tatsächlich sehr flexibel. Und wenn wir hier mal einfach in einen Request reingehen, kann man dann hier ganz schön sehen, hier komme ich dann eine Ebene tiefer, wo dann wirklich detailliertere Informationen zu einem Project Request dann hinterlegt sind. Und hier sieht man oben dann auch ganz schön diese verschiedenen Steps in unserem Project Lifecycle. Die kann man dann nämlich hier in so einem Business Flow abbilden. Und so hat man hier auch eine Orientierung, in welcher Phase dieses Requests müssen welche Informationen zusammengetragen werden. Und man wird also vom System durch unseren definierten Prozess dann auch durchgeleitet. Genau, ich gehe mal einen Schritt weiter. Wenn dann am Ende so ein Request genehmigt wurde und ein Projekt initiiert wird, dann
sieht das dann erstmal im ersten Blick für aktive Projekte dann sehr ähnlich aus. Wir sehen, hier kommen jetzt schon weitere Daten dazu. Hier sieht man jetzt schon, hier gibt es so Statusindikatoren auf den Übersichten. Hier sieht man auch wieder selbes Prinzip, unterschiedliche Ansichten, die ich mir erstellen kann. Und dann sehe ich hier im Prinzip erstmal meine Übersicht über die ganzen Projekte, die aktuell schon aktiv sind. Und wir gehen mal hier rein, mal in ein Beispiel, das R2D2 Generation 2 Projekt hier, was ich mal zu Demonstrationszwecken angelegt habe. Und hier sieht man dann, wenn ich mal ein bisschen runterscrolle, bei unseren Basisinformationen gibt es so Themen wie Projektnummer, Name. Wir hinterlegen hier, in welchen Ländern und in welchen unserer Locations dieses Projekt im Endeffekt hinterher durchgeführt, beziehungsweise welche davon betroffen sind. Und hier unten, wenn ich mal so ein bisschen runterscrolle, das ist tatsächlich, was mir sehr gut gefällt an der Power-Plattform. Viele von diesen Feldern haben wir individuell für uns definiert. Zum Beispiel eine Projektklassifikation. Wann ist ein Projekt klein, mittel oder groß? Oder Projektkategorien, die wir hier hinterlegt haben. Das sind alles Themen, die kann ich in der Power-Plattform relativ einfach selbst umsetzen auf der Datenbank und dann hier integrieren. Genau, ja, und die Schnittstelle, und das ist, glaube ich, dann der spannende Punkt hier, Microsoft Project for the Web ist direkt in unsere App integriert. Und wer das vielleicht schon mal gesehen hat, der kennt diese Oberfläche. Ich habe hier mal so einen beispielhaften Projektplan erstellt. Man hat dann also hier die Möglichkeit, sehr schnell und einfach Projektpläne zu erstellen. Also das ist wirklich super intuitiv und hat dann hier alle Funktionalitäten, die Project for the Web an der Stelle mitbringt. Klassisches Projektmanagement, agiles Projektmanagement, also ich kann auch hier Sprint-Planning machen oder auf so einem Kanban-Board arbeiten. In diesem Fall haben wir dann hier aber ein klassisches Projekt, wo ich dann hier auch eine Zeitleiste auf einem Gantt-Chart mir entsprechend dann hier erstellen kann, so wie man das im Prinzip aus dem klassischen Projektmanagement kennt. Also auch da sehr offen und flexibel und unsere Projektmanager können im Prinzip selber entscheiden, wie sie am Ende des Tages ihr Projekt managen. Wir liefern ihnen die Werkzeuge und das Know-how, aber welche Projektmanagement-Methode am Ende am besten ist, überlassen wir unserem Projektmanager. Ich habe das eine ganz kurze Frage, Marc. Die Projektleiter haben auch die Möglichkeit, das Project for the Web außerhalb vom Integration Center zu verwenden, also auch als Vollbild, ne? Dass man noch komfortabler damit planen kann, weil das ist ja so, sehr, jetzt erstmal integriert, das ist ja trotzdem ein separates Werkzeug, was auch separat bearbeitet werden kann. Genau, also ich kann mir natürlich die Projektpläne am Ende des Tages auch direkt aus der Project for the Web App im Browser aufrufen oder aber auch in Teams. Wir haben auch Kollegen, die integrieren sich dann die komplette das komplette PPM-Portal in ihre Teams. Also in komplexeren Projekten wird häufig noch parallel ein Team erstellt. Das macht nicht für jedes Projekt Sinn, aber oft für größere Projekte gibt es dann noch ein Team, wo dann im Prinzip diese Nutzeroberfläche auch direkt integriert werden kann, sodass man auch nicht immer hier den Absprungpunkt hat, sondern je nachdem, wie die Arbeitsweisen in dem Projektteam sind, haben die da unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist tatsächlich da auch sehr flexibel. Ja. Genau, ja, und wir sehen dann hier noch unterschiedlichste Reiter, die wir hier noch drin haben. Es gibt also dann nochmal hier, ich gehe mal vielleicht auf so ein paar spannende Punkte nochmal rein. Wir haben dann hier auch die Möglichkeit, monatlich Statusberichte abzufragen. Auch hier haben wir es wieder simpel gehalten. Ein paar Informationen, die der Projektleiter hier eintragen kann. Und dann haben wir verschiedene Statusindikatoren nach einem Ampelsystem. Und ja, wenn man dann die entsprechend einmal im Monat veröffentlicht, bekommt man hier unten noch eine schöne Statushistorie. Da werden dann die ganzen Daten mitgeschrieben, sodass man auch dann im Nachgang verfolgen kann, wie sich der Projektstatus möglicherweise dann verändert hat. Wir können ja mal ganz kurz ein Beispiel machen. Ich setze mal einfach meinen Budgetindikator und den Qualitätsindikator hier vielleicht mal auf gelb. Und wenn ich dann hier sage, ich möchte den neu publishen, dann brauche ich nur noch einmal speichern hier. Und dann sehen wir sofort, haben wir hier einen neuen Statusbericht zum Beispiel erstellt und mit den aktuellsten Indikatoren. Also das ist tatsächlich auch sehr intuitiv handhabbar. Genau, das wir haben noch Thema unterschiedliche. Ja. Ganz kurze Anmerkung, Marc, sorry, dass ich störe, aber eine ganz kurze Anmerkung, was das Intuitive angeht. Also gerade das Bearbeiten von Statusberichten jetzt für ein PMO ist ja immer spannend. Es gibt ja die Möglichkeit hier der vertikalen Navigation auch, dass du dich durch verschiedene Projektstatus durcharbeiten kannst. Ne? Das hat mir jetzt nicht genau, angesprochen, aber vielleicht mal ganz kurz zeigen. Genau, das ist. Das ist auch sehr schön, genau. Ich habe hier die Möglichkeit, hier mir eine zusätzliche Navigationsebene im Prinzip aufzuklappen. Und wenn ich jetzt hier auf dem Reiter Status bin, dann kann ich jetzt hier, ich habe hier noch andere Beispielprojekte, wir können mal gerade gucken, hier zum Beispiel die C3PO-Projekte, das C3PO-Projekt. Ich kann also hier direkt, ohne immer hier vor- und zurückspringen zu müssen, kann ich direkt
auf dieser Seite dann zwischen verschiedenen Projekten dann hier hin und her springen. Das ist tatsächlich auch eine sehr schöne Geschichte. Ja. Genau, ich gehe nochmal zurück zu meinem R2D2-Projekt. Ja, wir haben dann noch unterschiedliche Bereiche hier. Das Thema Organisation, darüber, hier ist jetzt nicht viel drin aus Datenschutzgründen, aber hier steuern wir im Prinzip die Zugriffsrechte für die Projekte. Das heißt, indem ich hier Leute zu meinem Projektteam hinzufüge, haben wir im Hintergrund dann über Automate Flows geregelt, dass über diese Workflows Berechtigungen im System und auch weiterführend in SharePoint für die Kollegen gesetzt werden. Das heißt, der Projektmanager kann auch selber hier steuern, wer hat denn dann Zugriff auf mein Projekt, wer darf hier mitarbeiten. Da ist dann diese Schnittstelle zu den Workflows dann im Hintergrund am Arbeiten. Ja, Ressourcen kann ich im Moment noch nicht so viel zu zeigen. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele reingemacht. Das ist eigentlich das Thema, wo wir gerade dran sind, unsere aktuelle Implementierungswelle. Das ist kurz vor fertig. Wir sind also gerade dabei, das Ressourcenmanagement aufzubauen als nächsten Schritt. Und dann habe ich hier im Prinzip Tabellen, wo ich dann die Ressourcenanforderungen für meine Projektmitglieder entsprechend hinterlegen kann. Genau, Budgetthemen. Man kann sein Projektbudget hinterlegen. Haben wir hier beispielhaft mal ein paar Themen reingebracht. Ich habe hier eine Funktion, wo ich Risikomanagement betreiben kann. Das heißt, die Projektmanager können hier gemeinsam mit ihren Projektteams dann Risiken hinterlegen, wo dann auch entsprechend eine Auswertung drauf stattfindet, welche Risiken sind wie hoch und sind die gegebenenfalls mit Kosten verbunden. Und was ich auch eine sehr schöne Geschichte finde, ist dann das Thema Lessons Learned. Weil häufig meiner Erfahrung nach verkommt das immer so ein bisschen zu so einer Aufgabe, die man am Ende des Projektes noch erledigen muss. Und dann sitzen alle da und überlegen, oh, was ist denn die letzten 2 Jahre passiert? Und hier haben wir tatsächlich dann das Lessons Learned Register direkt eingebaut. Das heißt, ich kann während meiner Projektlaufzeit direkt schon, wenn ich Learnings habe, sowohl positive als auch negative, kann ich die direkt hier erfassen und habe dann eine Informationsquelle, die ich mir am Ende des Projektes in meinem Lessons Learned Workshop hernehmen kann als Input, ohne dass ich diese Informationen verliere. Ja, und vielleicht last but not least, was wir hier einmal im Projekt noch zeigen können, ist im Hintergrund. Ich hoffe, das lädt jetzt im Testsystem hier richtig. Manchmal dauert das hier einen kleinen Moment. Wir schauen mal gerade. Ich habe das Thema EPDM eben schon angesprochen. Ja, da kommt's. Für jedes Projekt, was wir haben, wird im Hintergrund automatisch ein SharePoint-Folder erzeugt, wo die Kollegen entsprechend als Projektteam zusammenarbeiten können, damit die ganzen projektbezogenen Dokumente und Informationen auch nicht überall verteilt sind im Unternehmen, sondern wir haben einen Workspace, wo alle zusammenarbeiten können. Und da greift natürlich wieder auch diese Systemintegration. Ich muss natürlich meinen Project Folder nicht von hier öffnen. Ich kann den in meinen Teams integrieren. Ich kann den aus dem Browser öffnen. Ich kann mir den in meinen Windows Explorer verlinken, wenn ich lieber in der klassischen Umgebung arbeite. Also auch da eine sehr flexible Sache. Genau, ja, schauen wir vielleicht noch mal auf ein, zwei andere Punkte kurz rein. Programme nur ganz kurz. Wir haben auch die Möglichkeit, hinterher dann Programme hier zu bilden, indem wir verschiedene Projekte miteinander bündeln. Möchte ich jetzt nicht überstrapazieren hier das Thema, aber was vielleicht auch noch mal ganz spannend ist, und hier steht im Moment noch Beta hinter, und das ist tatsächlich auch wieder etwas, was wir selbst entwickelt haben, weil es da keine Out-of-the-Box-Lösung bisher so gab, ist unser Time Recorder. Und den haben wir auch bewusst simpel gehalten. Und hier haben die Mitarbeiter dann die Möglichkeit, ihre Projektzeiten zu erfassen. Das heißt, ich kann hier im Prinzip in unsere App reingehen. Ich wähle dann hier aus, welche Woche habe ich hier. Ich kann immer 8 Wochen rückwärts meine Projektzeiten noch erfassen. Wähle dann hier im Prinzip einfach nur aus, okay, in welchem Projekt habe ich denn jetzt hier gearbeitet. Das wird wiederum über diese Projektorganisation gesteuert, wo der Projektmanager mich hinzufügen kann. Und dann kann ich hier über so einen Schieberegler einfach sagen, wie viele Stunden habe ich jetzt hier in dem Projekt in der Woche verbracht. Das geht von 1 bis 10. Wenn ich mehr verbracht habe, kann ich alternativ hier auch noch sagen, es war irgendwie mehr, 30 Stunden. Und ich kann auch theoretisch dann hier für mehrere Projekte gleichzeitig meine Daten erfassen. Und das machen die Kollegen in der Regel einmal in der Woche. Und dann haben wir auch die Erfassung der Aufwände für die Projekte hier mit integriert. Gut, ja, dann last but not least schauen wir nochmal in das Thema Reporting rein. Vielleicht ein kurzer Blick einmal in die Power BI-Umgebung. Wir sehen, auch das ist hier direkt in unserem Portal mit integriert. Das heißt, hier ist dann die Power BI-Umgebung mit eingebettet.
Und da haben wir auch gestartet und gesagt, okay, wir nutzen erstmal einen Standard, den Solvin im Koffer mitbringt, sage ich mal, mit dem Integration Center, damit wir erstmal einen guten Startpunkt haben. Denn wenn ich jetzt Kollegen von weißes Blatt Papier setze und sage, sagt mir mal, was für Reports ihr braucht, das ist schwierig. Und ja, wenn wir hier mal reinklicken, die oberste Ebene ist dann unser Cockpit. Da sieht man hier dann erstmal so einen Überblick über verschiedene KPIs auf Portfolio-Ebene, die Daten jetzt hier nicht immer so im Testsystem ganz, ganz so sinnvoll. Aber was nicht eine sehr schöne Funktion dann in Power BI finde, ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, auf verschiedene Ebenen zu drillen. Ich könnte jetzt also sagen, okay, zeig mir doch mal bitte mehr Details über alle unsere Investmentprojekte. Dann kann ich hier in der nächsten Ebene auf die Projektübersicht gehen und sehe dann, okay, im Moment sind hier vier Investmentprojekte in unserem Portfolio. Und wenn ich dann sage, oh, was denn hier los? Hier sind alle Statusindikatoren rot bei dem Projekt, dann kann ich hier sagen, ich gehe noch mal einen Schritt tiefer und sage, okay, zeig mir doch mal bitte den letzten Statusbericht von diesem Projekt an. Und dann, gut, die steht jetzt hier in dem Testsystem nicht so viel drin, aber dann kann ich im Prinzip bis auf Projektebene mich reindrillen, um zu sehen, was ist denn aktuell in diesem Projekt los. Und ja, ich glaube, das ist so tatsächlich der Punkt, wo dann auch das Management fürs Reporting viel reinguckt, das PMO. Wir arbeiten dann natürlich nicht in diesen Arbeitsumgebungen, in den Datentabellen so viel, sondern wir sind natürlich auch hier viel unterwegs. Für den Notfall Cool. können die Reports auch als PowerPoint ausgegeben werden, wenn man es möchte. Aber es ist erstmal eine zentrale Basis. Das heißt, es werden keine Reports, ich glaube, das war auch ganz wichtig, bei euch mehr manuell erstellt, sondern sie kommen wirklich direkt aus der Datenbank. Genau, und wir können natürlich im Hintergrund auch in den Reporting noch Daten tracken, die natürlich gar nicht manuell gepflegt werden müssen, wie jetzt Projektlaufzeiten, die sich dann aus den Projektplänen entsprechend ableiten. Das heißt, es ist natürlich reduziert den Aufwand auch massiv, Informationen bereitzustellen, weil ich das nicht alles manuell mir zusammensuchen muss, sondern das System arbeitet ja an der Stelle natürlich für mich. Genau, ja, ich glaube, so als kleinen Einblick mit Blick auf die Uhr so ein bisschen, verlassen wir Genau, hier die Live-Demo. wir sind ganz gut in der Zeit. Ein bisschen haben wir bis jetzt, sind wir über der Zeitplanung, aber es passt ganz gut. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr zeigen, was wir da gemeinsam realisiert haben und was ihr teilweise auch selbst realisiert habt. Das Da können wir im stimmt, Nachgang ja. nochmal informieren, aber das System ist umfangreich. Ich glaube, das war so ein bisschen die Spitze vom Eisberg. Genau, das war die Spitze vom Eisberg. Man kann da natürlich viel tiefer einsteigen. Und wenn man im Hintergrund noch guckt, da laufen inzwischen, glaube ich, über 20 Workflows, die da Dinge automatisieren. Das ist super spannend, das Thema. Aber ich glaube, in dem Zeitrahmen heute schaffen wir leider nicht mehr. Aber da könnt ihr natürlich dann auch, wer sich für dieses System oder diesen Ansatz interessiert, natürlich euren Kunden dann auch wahrscheinlich dann separat nochmal detailliertere Demos und Einblicke zeigen. Genau, ja, schauen wir vielleicht nochmal zum Schluss ein bisschen auf das Thema Aufwand und Nutzen. Wie gesagt, wir sind ja im Moment noch mittendrin. Bisher haben wir ungefähr intern 200 Tage investiert und Solvin hat bisher ungefähr 100 Beratertage in unser Projekt investiert. Das heißt, in Summe liegen wir im Moment da so bei 300 Tagen. Was bei uns intern natürlich jetzt gar nicht berücksichtigt ist, ist so weiterführende Schulung und Coaching und die Leute im Change Management in die Praxis führen. Das heißt, das muss man sich im Hinterkopf eigentlich noch obendrauf rechnen. Ja, der Nutzen für uns, wir merken, dass wir natürlich unsere Projektkultur weiterentwickeln durch das ganze Thema. Transparenz ist für uns unheimlich wichtig, weil wir einfach zu viele Projekte auf einmal machen. Das heißt, wir haben jetzt einen Single Point of Truth, wo alle Projekte drin aufgeführt werden und auch Projektideen. Das heißt, wir haben überhaupt die Chance, Projekte auch zu priorisieren und zu sagen, was ist denn für uns auf Basis unserer Strategie und wirtschaftlichen Situation aktuell das Wichtigste? Wo wollen wir unsere Ressourcen für einsetzen? Und wenn ich dann an das einzelne Projekt denke, am Ende des Tages habe ich natürlich hier auch eine Qualität, die viel besser ist in der Projektabwicklung. Die Datenbasis ist viel besser. Für die Projektmanager ist es viel einfacher, Projektpläne zu erstellen und die Übersicht in Projekten zu behalten. Und wir etablieren natürlich einen unternehmensweiten Standard, sodass wir auch sicherstellen können, dass in Zukunft in allen Ländern Projekte immer nach demselben Lifecycle ablaufen, nach denselben Standards, was natürlich dann hinterher auch für die Vergleichbarkeit und so weiter unheimlich wichtig ist. Und ja, die Frage, es hat sich gerechnet, ist tatsächlich für mich im Moment noch eine sehr spannende Frage. Und ich sage im Moment ja. Weil, wenn ich jetzt mal auf meine Projektmanager gucke und wir haben noch viele Dinge in der Zukunft, die wir machen wollen, die uns noch viel weiterbringen werden, als wir heute schon sind,
Aber wenn ich mal überlege, eine Projektleiterlizenz kostet bei Microsoft im Moment ungefähr $30, die wir nutzen. Und das heißt für mich am Ende des Tages, damit sich dieses System für den Mitarbeiter lohnt, wenn er das bedienen kann, muss ich eigentlich nur 30 Minuten seiner Zeit wiederbekommen, um diese Kosten wieder rauszuhaben. Und das, was wir bisher sehen, kriegen wir ein Vielfaches wieder, weil die Leute einfach viel, viel weniger Zeit brauchen, um Projektpläne zu erstellen, Berichte zu erstellen. Der Suchaufwand nach Informationen hat sich drastisch reduziert. Die Transparenz, die wir haben, sorgt natürlich auch dafür, dass wir einen viel besseren Überblick haben und priorisieren können, Ressourcen effizienter nutzen. Also ja, es lohnt sich auch jetzt schon, auch wenn wir noch an einem frühen Stadium sind. Aber wir schöpfen das Potenzial aktuell auch noch gar nicht so weit aus, gerade weil wir auch noch nicht in allen Ländern aktiv sind. Also da steht uns noch viel bevor. Genau, ja, was können wir noch besser machen aus dem heutigen Gesichtspunkt? Wir haben gesagt, okay, wir müssen unser Management noch stärker in den Change einbinden. Das sind in der Regel unsere Sponsoren, die auch Entscheidungen über Ressourcen und Prioritäten treffen, um dann auch richtig zu priorisieren und nicht zu viel gleichzeitig zu machen. Das ist im Moment bei uns leider immer einer der Pain Points. Und wir haben aktuell so ein bisschen einen Ressourcenengpass in unserem eigenen Projektteam, die das Ganze im Moment umsetzen, aufgrund, ja, Sie kennen das im Projektmanagement. Das Einzige, was wir am Anfang von einem Projekt wissen, ist, dass nicht alles läuft wie geplant. Und so ist es bei uns auch gewesen. Ja, und an der Stelle waren wir tatsächlich auch ein bisschen zu konservativ, was unser Planbudget angeht. Das heißt, wir hätten durchaus sogar noch mehr Zeit einplanen können, mit Solven gemeinsam, weil wir dann doch so viele, tolle Ideen hatten, auch von den Kollegen, die wir umsetzen wollten, dass das einfach, ja, mit dem, was wir ursprünglich geplant haben, nicht ganz aufgegangen ist, aber wir haben da gute Lösungen und ich denke, wir werden auch längerfristig zusammenarbeiten mit Säumen. Von daher, ja, sind wir da schon auf einem guten Weg. Ich glaube, ergänzend kann man so ein bisschen, ich müsste jetzt einmal noch die Folie bewegen, die ist jetzt zu zwei Drittel angezeigt. Und Oh, jetzt einmal noch okay. zurück. So, genau, das hakt ein bisschen. Hakt sie wieder ein bisschen, aber egal. Nochmal, einmal den Wechsel Jetzt hier. ist Augenblick, jetzt ist sie perfekt da. Wunderbar. Ich Ah, glaube, gut. was man sagen kann, Planbudget zu konservativ bemessen. Wir hatten im Vorfeld natürlich auch darüber diskutiert, wie groß startet man mit so einem Projekt. Und ich glaube, wichtig ist, glaube ich, dass es auch eine Erkenntnis, dass man sich an bestimmten Stellen einfach Zeit lassen muss, dass man die Organisation auch nicht überfordern darf. Es läuft ja irgendwo ein Projektbetrieb. Ich brauche Vertrauen, ich brauche Akzeptanz. Und wir haben immer wieder dieses Thema KVP auch diskutiert. Also es ist im Prinzip auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Es gibt jetzt eine ganze Menge Erfahrung. Manche Erfahrungen sind vielleicht anders eingetreten und ihr habt die Möglichkeit, immer noch gegenzusteuern. Oder Ja. das System weiter zu verbessern, an geänderte Anforderungen auszurichten und ähnliches. Also Planbudget konservativ bemessen ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, an manchen Stellen ist es vielleicht auch ganz gut, um halt ja Erfahrung zu sammeln erstmal. Ja, definitiv. Okay, ja, ich denke, zu dem Punkt Retrospektive kann man gleich noch ein paar mehr Sachen beantworten. Wir haben ja noch einen ganz kurzen Mini-Frageslot eingeplant. Das heißt, Bernhard, wir würden jetzt an dich auch nochmal übergeben. Ich weiß jetzt nicht, ob Fragen aufgetaucht Genau. sind oder Ja, vielen Dank Fragen schon da mal sind. Jürgen Rosenstock und Marc Kleiniges für die spannenden Einblicke bei der Einführung, aber auch die Live-Demo und ja, Kosten-Nutzen-Schätzung fand ich sehr spannend.